Wirbel um Äußerungen zu homosexuellen Ehen. Bischof Algermissen in der Kritik. Ja, der Papst hat heute deutlich auf den weltweiten Sturm der Entrüstung reagiert. Derweil gibt es in Hessen Wirbel um eine andere umstrittene Äußerung. Der Bischof von Fulda, Heinz-Josef Algermissen, soll homosexuellen Ehen als abartig bezeichnet haben. Kirche war einmal für Stefan Diefenbach aus Frankfurt-Bornheim. Seinen Job als katholischer Priester hat er aufgegeben, vor 4 Jahren, weil er homosexuell ist. Heute gehört ihm ein kleiner Laden. Die latente antihomosexuelle Stimmung in der Kirche habe ihn zu dieser Entscheidung getrieben. Also für mich war es irgendwann nicht mehr erträglich, die Art und Weise, wie mit dem Thema und mit den Menschen umgegangen wird, die homosexuell sind, was da auch in den letzten Jahren immer wieder an Bemerkungen kam aus verschiedenen Ecken und dann Beifall bekommen hat aus Ecken, aus denen man ihn ja gar nicht haben will, das war irgendwann nicht mehr erträglich. So wie auch die aktuelle Äußerung des Fuldaer Bischofs Heinz-Josef Algermissen, der Schwulen- und Lesbenhochzeiten als abartig bezeichnet hat. Und zwar in dieser Runde hier. Als er der Jugendgruppe in Künzel-Dietershausen Fragen rund um die katholische Kirche beantwortet hat. Diakon Godehard Grammel versteht gut, was der Bischof mit abartig meint. Anders als normal geartet, würde ich hier als Antwort geben. So habe ich es rausgehört. Und ob es jetzt vielleicht andere Worte für gibt, mag sein. Sicherlich ist das möglich. Aber ich fand es schon ganz pointiert, die Aussage. Abartig. Ich bin nicht von der Art, in der man eine Ehe leben kann. Die Reaktionen darauf in der Gruppe ganz unterschiedlich. Also ich fand die Behauptung, mit dem, dass schwul, also Ehe zwischen Mann und Mann abartig ist, fand ich schon ziemlich unpassend. Ich fand es unangebracht und der hätte ein anderes Wort wählen sollen, weil das sehr hart klingt. Gegen Homosexuelle habe ich jetzt generell auch nichts. Aber ich würde auch nicht sagen, dass sie heiraten sollten, da es halt aus kirchlicher Sicht nicht so festgelegt ist unter der Definition von Ehe. Und Kinder adoptieren, würde ich jetzt auch sagen, dass sie es nicht dürfen sollten, da das doch auf die Kinder dann vielleicht abfärben würde. Auf öffentliche Kritik reagiert das Bistum Fulda mit einer Stellungnahme. Jeder Mensch sei vor Gott mit der gleichen Würde ausgestattet. Deswegen ist es auch nicht die Absicht des Bischofs, homosexuell veranlagte Männer und Frauen zu diskriminieren. Jedoch sind nicht alle Handlungen von Menschen in gleicher Weise richtig und nicht alle Lebensformen gleich gut. Homosexuelle Beziehungen lehnt die Kirche ab, da die Geschlechtlichkeit nach der Schöpfungsordnung auf die eheliche Liebe von Mann und Frau hingeordnet ist. Christoph Heil und Jürgen Erbach aus Wetzlar fühlen sich aber diskriminiert. Seit über 20 Jahren sind sie ein Paar. Im Sommer haben sie sich verpartnern und im Dom segnen lassen, was Proteste im Bistum Limburg und die Absetzung des segnenden katholischen Dekans zur Folge hatte. Als abartig wollen sie sich nicht beleidigen lassen. Das ist eine schockierende Wortwahl, die an die dunkelste Zeit deutscher Geschichte erinnert. Wir sind nicht abartig. Wir sind Gottes Geschöpfe wie alle anderen Menschen. Und Gott hat keinen Fehler gemacht, als er Menschen, auch homosexuelle Menschen, geschaffen hat. Abartig ist ein sehr verletzendes Wort, findet auch Stefan Diefenbach. Eine Entschuldigung sei angebracht. Aber auch wenn die nicht kommen wird, der ehemalige Priester bleibt Katholik. Denn seinen Glauben will er sich durch solche Diskussionen nicht nehmen lassen.